Check. Willkommen bei Crash the Lame. Mein Name ist Matteo und ich bin gerade dabei, eine Altbauwohnung zu sanieren. Und dazu verwende ich wieder das Lehm, was wir aus Decken oder aus Böden rausgeholt haben. Das ist jetzt noch der Rest. Weil die Tonne Entsorgung hätte 70 Euro gekostet und die Säcke wieder zu besorgen hätte auch was gekostet. Also nehme ich einen fast handelsüblichen Häcksler. Ein Gartenhäcksler, ein Maschendrahtgitter zum Sieben vom Stroh und hau das alles mal durch. Sieb es einmal, damit der gröbste Stroh weg ist und danach schaut es ungefähr so aus. Das wird dann wieder mit Wasser vermengt bei einer optimalen Mischung von, könnt ihr nachlesen, unterm Link, den ich unten nicht beifügen werde, und wieder an die Wand klatschen. Auf die Sicherheit ist natürlich hier oberste Gebot. Ne? Also bei den ersten Versuchen habe ich ohne Brille und ohne Mundschutz gemacht. Und ja, am nächsten Tag habe ich Lehm geweint und die Lungen haben sich angefühlt, als ob ich 5000 Kilometer geschwommen bin. Natürlich bin ich das nie, aber ja, das Gefühl, Gesundheit. Also Mundschutz, alles dran, Handschuhe, am besten legt ihr euch alles bereit. Und das Wichtige an der Sache ist, wenn ihr Nachbarn in der Nähe habt, versteht euch gut mit denen. Ja? Es staubt. Wenn es zu euch staubt, ruft halt mal die Feuerwehr an und sagt, es ist kein Hausbrand, sondern einfach nur der Staub. Und ja, bei mir die Nachbarn sind super tolerant. Zu meiner Rechten der Friedhof, das sind die ruhigsten überhaupt. Zur Linken super Nachbarn. Jetzt mit dem 7 an, weil sonst große Garage, ja, aber ich hatte gerade das Problem, dass der Ablauf, der Auswurf verstopft war. Dann hat sich der Riemen durchgedreht, zum Glück nur durchgedreht, nicht gerissen. Deswegen auch am besten keinen ausleihen, sondern euren eigenen, kein Stromfatzen-Dinger, die halten eh nichts. Am besten mal ein bisschen Geld investieren. 10,5 PS aufwärts sich einen Häcksler kaufen. Ja, ist halt zwar eine Kostensache, aber wenn ihr jetzt bedenkt, dass auf eine Wand vielleicht zum Ausgleichen selber eine Tonne Lehm schon drauf kommt, ne, egal ob 2 cm dick oder 1 cm dick, manchmal auch dicker an manchen Stellen, dann wird es mehr, dann könnt ihr ja aufrechnen, was es kostet pro Sack, 25 Kilo. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Ja, das andere Ding ist, ihr braucht ja dann auch zeig mal, wie das aussieht. Hintergrund. So, jetzt werde ich gestört. Leute, zeige ich euch, wie das ausschaut. Also, jetzt habe ich einmal gesiebt. Gegebenenfalls könnt ihr es ja nochmal durchjagen. Aber mir langt es einmal. Ne? Der ganze Stroh soll ja nicht weg sein, weil ist ja dann auch eine gewisse Festigkeit gegeben. Nur zu viel Stroh ist halt beim Verarbeiten auch wieder, naja, so eine Sache. Ja. Quasi, das wird mit Wasser vermengt, kommt an die Wand zum Ausgleichen, an die Außenwand. Danach kommen Pavatex, gute Firma, Dämmplatten, Holzfaserdämmplatten, und danach kommt noch ein Oberputz drauf. Der Oberputz ist auch aus Lehm und hat kein Stroh. Willst du noch mal ein Video zeigen, wie du das dann verarbeitest? Nein, aber willst du nicht aufhören zu reden? Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt hat die Frau mich aus dem Konzept gebracht. Das ist, wenn Frauen dazwischen reden bei der Arbeit. Jetzt nichts gegen andere Frauen. Oh shit. Nur gegen deine oder was? Nee, auch nicht. Ja, du bist die Beste. Du auch. Ihr spart euch einen Haufen Geld. Ich habe jetzt für das Teil 300 Euro gelohnt. Der Riemen war gerissen, ich habe ihn repariert und jetzt ist mir egal, ob der kaputt geht, weil wenn er kaputt geht, repariere ich ihn wieder und mache ihn wieder. Ja. So.
vorher. Nachher. Nach der ersten Siebung. Ihr könnt es auch 2-3 mal sieben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einen Seier kaufen, so nennt man das, glaube ich. Ja? Und nochmal ganz fein machen, dann spart ihr euch die Kosten für den Oberputz. Nur wenn ihr euch berechnet, was ihr an Entsorgung spart und alles, ja. Wir hatten jetzt in der Garage knapp 14 Tonnen. Übrig sind vielleicht noch 3-4 Tonnen. Und davon der Abfall wird keine Tonne sein. Also wird die Entsorgung für das Zeug 70 Euro kosten. Im Vergleich zu 14 Tonnen und die Tonne 70 Euro. Ja. Kommt euch günstiger. Natürlich braucht ihr dann den Oberputz auch noch. Was aber kein Problem ist. Entweder siebt ihr das euch so fein, dass ihr damit den Oberputz macht, oder ihr kauft es einfach, weil ihr euch das Geld für die Entsorgung gespart habt. Wo haben wir das gekauft? Claytec, ne? Claytec, super Firma. Ja, es gibt wenige Firmen, die das noch anbieten. Andere Firmen haben sich darauf spezialisiert, alles in mit der neuesten Technologie zu verarbeiten und alles. Ja. Aber ich sag mal, dieses Haus steht 200 Jahre mit dem Lehm und den Balken. Warum wir den Lehm rausgeholt haben? Weil die Balken morsch waren. Ganz einfach. Ja. Wir haben die Balken ausgetauscht und dann war der Lehm übrig. Ja. Wir haben es auch wieder natürlich gedämmt, den Boden oder die Decke, und den Rest übrig gehabt. Ihr solltet darauf achten beim Häckseln, dass nicht so viele Steine drin sind. Das ist nicht gut für die Schere. Ich habe die Hälfte von dem, was in der Garage war, verschenkt. Als natürliches Dämmstoff über Kleinanzeigen. Wurde auch gerne genommen. Weil Steine in... Ihr könnt euch auch die Zeit nehmen und die Steine rauskuseln. Die habe ich aber nicht. Jawohl.